FX Flat. Ich bin schon sehr gespannt, welche Nachrichten und ja, entsprechende Analysen Vango und sein Team heute mitgebracht haben. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Sehr gut. Dann übertrage ich jetzt den Bildschirm und werde dann auch gleich die Dateien zur Verfügung stellen und wünsche an der Stelle viel Erfolg und viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Bildschirm ist zu sehen. So, hallo, schönen guten Morgen auch aus Frankfurt. Ich bin der Evangelos oder auch Vango Gialouris. Wir sind ja das Team von Traders Talk. Wir sind eine Eigenhandelstruppe und übertragen hier aus unserem Frankfurter Handelsbüro jeden Tag dieses Webinar. Das läuft jetzt parallel natürlich auch für unsere Kunden. Also jeden Tag auch ein GoTo-Webinar von 8 Uhr bis um 17 Uhr. Virtueller Handelsraum, all das, was wichtig ist, nicht nur News, Gerüchte, Analysen, Kommentare, Charts, werden übertragen. Was jetzt hier bereits eingestellt worden ist in die Unterlagen, das sind Sachen, die wir morgens bereits für uns, also das ist auch so der Hintergrund, wie das entstanden ist. Also das ist tägliche Analyse und Vorbereitung, Marktvorbereitung von uns. Mit den Factsheets hier jetzt, die Sie auch einsehen können, also das ist Content, den wir immer vor 8 schon zur Verfügung stellen, Factsheet für den DAX, den Bund, den Stocks, das basiert hier auf der Analyse, die ich jetzt auch mit Ihnen an den Charts mache und auch die News und die Konjunkturdaten, die jetzt gleich mein Kollege parallel streamen wird, sowohl hier als auch bei uns im Webinar, der Alexander Meyer, der Hauptverantwortliche oder verantwortlich zeichnet hier für die Squawkbox Traders Talk. Und damit gebe ich jetzt zum Alex rüber. Wie gesagt, er wird jetzt die Morning News machen, Overnight News, all das, was wichtig ist, was jeden Tag penible Vorbereitung ist, also auch, aber auch Routine zu wissen, okay, was passiert ist overnight. Wir haben die amerikanischen Märkte, die asiatischen Märkte geschlossen und was denn der Tag so für uns bereitet. Ne? Also jetzt gebe ich weiter an den Kollegen Alex Meyer und danach sprechen wir uns und gehen die Charts durch anhand der Factsheets, was es da Wichtiges gibt. Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Alex Meyer und wie gesagt, ich darf Sie dann nochmal begrüßen zu den Overnight News. Ja, wir machen ganz kurz die News. Die sind inzwischen auch eingestellt und die Unterlagen können Sie hier abrufen. Letztes Mal hat die vielleicht den einen oder anderen ein bisschen erschlagen mit den Nachrichten, aber so ist es nun mal. Es gibt Tage, da ist relativ viel los. Da kommen Nachrichten aus allen Richtungen, insbesondere wenn dann die Quartalsergebnisse rauskommen, die Zeit ist jetzt mehr oder weniger abgelaufen, zumindest für die USA. Also insofern wird es heute ruhiger. Was die Nachrichten angeht, wir hatten gestern eigentlich fast schon langweiligen Handelstag, hatten wir oder weniger die Arbeitsmarktdaten noch zu verarbeiten vom Freitag und schauen dann schon nach vorne. Am Mittwoch weitere wichtige Zahlen, das sind die Verbraucherpreise aus den USA und heute. Und ja, das ist zumindest in der schon alle Thema Schuldenobergrenze in den USA. Da wird es heute Gespräche geben zwischen Biden und McCarthy. Das ist ja auch irgendwo die Schlagzeile, USA stehen vor einer Katastrophe. Nun gut, wir haben das schon ein paar Mal mitgemacht. Da einigt man sich normalerweise in der letzten Minute, manchmal auf 11:55. Ich kann mich erinnern, unter Trump, da waren sogar die Ämter in den USA mal kurz geschlossen. Also man muss sich da vorstellen, die Partei, die sich da weigert, mehr oder weniger einen Kompromiss zu finden, die würde bei der nächsten Wahl eine Riesenklatsche kriegen, denn die Beamten sind ja auch Wähler und wenn die Leute vor verschlossenen Türen stehen, wenn sie auf irgendein Amt wollen, dann sind die auch nicht gerade begeistert. Also man wird sich da einigen. Die Märkte zeigen da auch noch keine Nervosität an. Wir sind in Europa mehr oder weniger an den Jahresrückständen, in den USA fast dran und selbst der US-Dollar war gestern gesucht, also da ist von Nervosität noch nichts zu spüren. Also das die Themen, Verbraucherpreise am Mittwoch, dann heute Gespräche zur Schuldenobergrenze, viele Zahlen gibt es nicht. Wir hatten noch eine Zahl aus China,
Handelsbilanzüberschuss 90,2 Milliarden, der ist kräftig gesteigert worden. Interessant, Exporte um 8,5% gestiegen, Importe minus 7,9%. Sieht man auch nicht so oft, so eine große Divergenz, aber möglicherweise hat man hier ein bisschen weniger Öl importiert im letzten Monat. Und das war es dann eigentlich schon. Ja, aus Japan heißt es gute Quartalszahlen, insbesondere von Stahlunternehmen, die sind plus 1% heute Morgen, Shanghai plus 0,4%. Die amerikanischen Märkte kaum verändert und heute haben wir eigentlich relativ wenig auch an Daten. Fresenius-Zahlen waren übrigens gut, soweit ich gesehen habe. Und ja, wir haben noch Williams von der Fed, allerdings erst um 18.05 Uhr. Also, das ist das Wichtigste dann von meiner Seite. Wünschen dann viel Erfolg und bis gleich dann. So, dann war das hier erstmal mit den Overnight News hier und all dem, was wichtig ist. Wie gesagt, das ist hier tägliche Vorbereitung von uns, die wir jetzt im Rahmen von der Squawkbox dann auch an interessierte Kunden übermitteln. Genau, aber das ist ein Teil unserer täglichen Vorbereitung. Den nächsten Teil, den sehen Sie auch, Sie haben die in den Unterlagen hier schon eingestellt. Die Factsheets für den FDAX, FGBL und den Stocks, die gibt es morgen schon, wie gesagt, vor 8. Am Nachmittag kommt dann auch der S&P Future. Wir besprechen jetzt alle vier Märkte, was uns wichtig ist. Und das ist aber auch so die Herangehensweise, wie das im professionellen Handel passiert. Also wir sind, na, vielleicht gehen wir mal ganz kurz hier auf uns ein, wer wir sind. Also wir sind Traders Talk, wir betreiben Eigenhandel schon seit richtig lang, weil ich bin schon 26 Jahre im Derivatehandel, also das bin ich hier, genau, dieser junge Herr hier am Bullen, die Frankfurter Börse ist auch wirklich hier 50 Meter von uns entfernt, wir haben letzte Woche hier einen Workshop gehabt mit Tradern bei uns hier im Büro, aufgrund der ganzen Makro-Events letzte Woche, Fed, ECB Donnerstag und Payroll Freitag und da haben wir auch Bilder hier vor der Börse gemacht. Gut, das ist jetzt ein älteres Bild, da sehe ich nicht mehr ganz so jung aus. Genau, das bin ich. Ich bin, wie gesagt, 26 Jahre im Future-Handel, kenne eigentlich nichts anderes außer Futures. Der Kollege, der neben mir sitzt, das ist hier der Alexander Meyer. Wir kommen alle und das sind weitere Kollegen, die alle ihre Spezialisierung haben, meistens Händler, aber auch Analysten, genau hier der Michael Kitsch hier links unten, der macht hier unsere Factsheets, macht auch ganz früh am Morgen das Morning Meeting, genau. Das sind so die Sachen oder die Personen, die hier hinter Traders Talks sind. Wie gesagt, wir machen größtenteils oder hauptsächlich Eigenhandel und haben dann mit der Squawkbox auch begonnen, hier Services anzubieten. Die Squawkbox, wie gesagt, die ist jeden Tag am Start von 8 Uhr bis 17 Uhr. Da können Sie gerne bei Interesse, falls Sie das hier, dieses Format gut finden, gerne auch unverbindlich das Ganze auch testen. Und zwar gehen auf unsere Webseite und machen hier dann einfach das Trial kostenfrei beginnen. Dann bekommen Sie eine Eingabemaske, geben einfach nur hier Ihre Daten ein und dann läuft das dann nach 14 Tagen auch wieder aus und das war es dann gewesen. Also, das sind wir. Genau, wir außer Squawkbox und Handel machen wir Coaching und Mentoring. Das sind hier die beiden Kollegen. Also einmal der Sven Beckmann macht Coaching, Performance Coaching. Der Sven auch Jahre im Handel, kommt von Axia Futures, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Die ist eine Londoner Adresse, die eigentlich so im Ausbildungsbereich somit am größten ist, über 150 Händler hat. Und dann der Sergej Wolf, der heute zwar auch angekündigt war, wie letztes Mal auch, aber der macht parallel jetzt hier bei uns im eigenen Webinar die Chartbesprechung, damit da die Teilnehmer da nicht zu kurz kommen. Also, das möchte ich auch nicht länger langweilen, weil die der Kassebeginn auch kurz bevorsteht. Was mir nochmal wichtig ist, ist, dass hier Intermarket-Verständnis rübergebracht wird. Und zwar, das ist der Zusammenhang zwischen den Märkten DAX, Eurostoxx, S&P generell, US-amerikanische Märkte und auf der Zinsseite natürlich hier nicht nur hier der Bund-Future, den wir hauptsächlich handeln, sondern insbesondere jetzt, wo halt viel passiert auf der Zinsfront, dann auch die kurzerlaufenden Bubble-Schatz-Future und auch die Geldmarkt-Futures.
dass das Verständnis hier rübergebracht wird. Wir bekommen immer wieder auch das Feedback, dass viele halt von der Existenz des einen oder anderen Futures oder auch der Relevanz bisher keine Ahnung hatten, ne? Wieso den DAX, wenn ich den DAX handle, wieso muss ich auf den Eurex so schauen, weil das eben von der professionellen Seite so gemacht wird. Ja, das soll jetzt nicht komisch klingen oder hochgestochen, sondern man muss sich alle Märkte zusammen anschauen. Und damit fangen wir jetzt an. Also, wir haben hier den DAX Future, das räumen wir immer auf hier aus dem Daily Chart und sehen den DAX schon seit langem konsolidieren, grob oben 16.080 und unten die 15.800. Ne? 15.800, da haben wir wiederholt Tagestiefs gehabt. Wir haben letzte Woche hier einen False Break gesehen, sprich wir haben zwar Intraday unten drunter geschlossen, auch in der Stunde unten drunter geschlossen, aber wichtig ist natürlich im Daily Chart oder im Tageschart das Closing, wo der Markt schließt und der hat oberhalb dieser wichtigen 15.800er Marke geschlossen. Von daher nach wie vor hier im DAX eine Konsolidierung, eine sogenannte Trendfolgekonsolidierung. Eine sogenannte Trendfolgekonsolidierung, wieso? Weil wir hier diesen dynamischen Aufwärtstrend hatten. Jetzt konsolidiert der Markt eben grob in dieser Range 16.080, 15.800 mit dem Versuch, unten das Ganze zu brechen. Wie gesagt, der ist gescheitert. Von daher ist der Trend und die Konsolidierung noch absolut intakt. Folgerichtig müsste das Ganze Lehrbuchmäßig auch nach oben aufgelöst werden. Deswegen heißt das auch Trendfolgekonsolidierung. Wie gesagt, der erste Versuch unten hier, der ist abgewehrt worden. Von daher spricht eigentlich nichts dagegen, dass der DAX in Richtung All-Time Highs geht. Ne? Wir haben hier aus dem Continuous Chart die 295 als Kontrakthoch aus der Kasse, weil das bereits dieses Kontrakthoch, das liegt weit zurück, ich glaube November 2021. Deswegen bedient man sich dann oftmals bei Levels, die so oder Zonen und Marken, die so lange zurückliegen, des Kassa-Charts und das All-Time-High im DAX im Kassa-Chart ist die 16.290. Ne? Aktuell haben wir, glaube ich, 60 oder 70 Punkte Spread zwischen Kassa und Future, also müssen sie auf die 16.290, die das Allzeithoch im Kassa-Chart ist, dann nochmal 70 Punkte oben drauflegen. Und dann sind sie bei 16.360 im Future, was das aktuelle All-Time-High wäre. Also vom Daily-Chart her sieht ja alles gut aus. Wir gehen jetzt brechendes runter, genau, und schauen uns jetzt den Stunden-Chart an. Natürlich, weil wir im Daily, da sind natürlich die Maßgaben immer auf Tagesbasis wichtig. Ja, deswegen schauen wir uns das als groben Überblick immer an. Und das ist jetzt der Chart hier in der Stunde und da ganz grob erstmal, wie hier wir vorgehen. Wir haben Zonen oder auch punktgenaue Marken. Rote Zonen sind Widerstandszonen. Die gelten jetzt hier in der Stunde so lange als Widerstand und als gehalten, solange wir in der Stunde auch nicht drüber schließen. All das hier, dieses Reinstechen hier, ja, oder Anstechen, das ist eine Bestätigung der Widerstandszone und solange sind wir im Short Setup. Das ist so eine Default-Annahme oder eine generelle Annahme von uns im Rahmen der Squawkbox. Das ist jetzt nicht hier Herangehensweise von jedem bei uns im Trading, aber das ist das, was wir nach außen kommunizieren. Solange wir hier oben nicht drüber schließen in der Stunde, gilt dieser Widerstandsbereich, und das ist ein breiter, also 16.080 bis zur 16.126 als Widerstand. Und da fokussieren wir uns größtenteils oder fokussieren wir uns auf eventuelle Short-Setups. Auf der Unterseite, wir haben gestern, da ist nach unten nichts angebrannt. Also ein erstes wichtiges Level ist hier die 15.998. Die haben wir gestern nicht angelaufen. Von daher ist die Chance nach wie vor da, dass wir hier diese Konsolidierung auch im DAX nach oben auflösen. Ne? Dann wäre oben Platz, wie gesagt, bis an diese Hochs, die wir hier aus den Continuous Charts haben. 274, 295 und dann, wenn wir das All-Time-High in der Kasse bei 16.290 sehen, rechnen wir oben drauf den aktuellen Spread zwischen Kasse und Future, 70 Punkte genau, und dann sind wir bei 16.360 im Future. Genau, das ist so die Upside im DAX. Solange wir, wie gesagt, da oben nicht drüber gehen, ist das für uns erstmal ein Short-Setup, ein Short-Szenario.
Wenn wir hier drunter fallen unter die 15.998, dann haben wir weiteres Potenzial erstmal in den Bereichen 940, 920 und dann unten drunter die 835 und dann ganz wichtig hier die fette Marke hier bei 15.800, die wir eben auch aus dem Daily gesehen haben. Also das, die Szenarien gut möglich, dass der Markt idealerweise hier nochmal aufsetzt, 998 und dann oben nochmal angreift. Das ist ein Szenario. Oder wie gestern auch, hier, wir bleiben hier hängen und setzen hier auf und brechen dann die Marke. Und dann war es das erstmal auch wieder gewesen, hier mit dem Versuch oben durchzugehen. Das ist die Situation im DAX. Ja, jetzt schauen wir uns den Eurostox an. Das ist folgerichtig. Wie gesagt, DAX ist für den deutschen Markt natürlich der Benchmark-Index. Der Eurostox ist der europäische Benchmark-Index. Jeder Institutionelle, jede Fondsgesellschaft, jede Lebensversicherung, die müssten den Eurostox im Bild haben natürlich und müssen da auch positioniert sein. Von daher, wenn jemand den DAX handelt, muss er auf jeden Fall auch den Eurostox mit auf der Agenda mit draufschauen. Ne? Also Intermarket-Kontext ganz, ganz wichtig. Was wir sehen hier im Eurostox zunächst mal, der Eurostox hat bereits längst ein neues All-Time-High gemacht, was der DAX noch nicht hat. Und der Eurostox ist im Vergleich zum DAX, und das ist auch immer ganz wichtig für uns, im Vergleich zum DAX ist er hier derjenige mit der relativen Stärke, sprich er outperformt den DAX, sprich er entwickelt sich im Verhältnis besser. Ne? Und das eröffnet ihm jetzt auch Chancen, oben nochmal wirklich hier das aktuelle Hoch bei der 463 und dann oben die 4381 rauszunehmen, 4401, dann 4409, dann nochmal in Level. Was wir hier noch sehen, was wichtig ist, genau, vielleicht einfach nochmal zum Mitzeichnen. Es ist ein Kanal, der ansetzt unten hier am Tief vom 20. Dezember. Das ist die 3753 hier im Continuous Chart und dann setzen die oben an dem Hoch vom 16. Februar, die 4323. Einfach nur mal, um nach oben dann, und deswegen machen wir das, Kurspotenzial auszuloten. Ne? Bis wohin das laufen könnte, einfach mal ein Kursziel dazu haben. Sprich, nehmen wir hier die Widerstände oben raus, dann hat er aktuell für den heutigen Tag Kurspotenzial. Sie sehen das 4464, das ist oben die obere Trendkanalbegrenzung. Noch wichtig, und das ist schon mal die Erkenntnis von letzter Woche, also hier haben wir auch gesehen, dass der Versuch, unten anzugreifen, wir haben den vorhin mit dem DAX angesprochen, auch hier gescheitert ist, hier nochmal eine letzte wichtige Marke, die gehalten hat, die 4229. Und wir haben auch gebrochen, und zwar per gestern, diesen kurzfristigen Abwärtstrend hier. Von daher ist das bereits das erste Kaufsignal. Das wird dann auch bestätigt mit dem Bruch des Hochs hier von letzter Woche, der 4363. Also erstes Kaufsignal. Bruch des Abwärtstrends, des kurzfristigen Abwärtstrends. Hier oben drüber ist dann Platz 4381, 4409 und dann oben die 4464. Das ist die obere Trendkanalbegrenzung als mögliches Kursziel im Eurostox. Das ist die Ansicht hier im Daily. Jetzt schauen wir uns den Eurostox. Das ist hier tägliche Routine. Wir gehen immer aus dem Daily, also immer, wenn sich da irgendwas verändert hat. Einfach der Übersichtlichkeit halber starten wir heute so, damit Sie auch das mit dem Kontext hier sehen. Im Stundenchart sehen wir Folgendes. Also wir haben gestern gesehen, dass hier oben an dieser Widerstandszone, die hat gestern bereits bestanden, 4338, 4341, der Markt gehalten hat, sprich das Short-Setup hier aus diesem Antesten dieser Widerstandszone hat entsprechend auch in den die Position hier in den Profit geführt. Idealerweise wäre hier unten nochmal reingelaufen und das ist auch heute noch möglich. Ne, dass Sie sehen, auch heute hält er hier auf Schlusskursbasis, hält er die 4341, diese obere Widerstandsbegrenzung von dieser kleinen Widerstandszone hier in rosa oder rot. Ne, wir haben kein Close drüber hier oben, das sieht man ganz gut, keinen Schlusskurs drüber. Also ist das hier auf Stundenbasis nach wie vor intakt der Widerstand hier. Solange das so ist, fokussieren wir, wie gesagt, auf
hier in dem Bereich auf Shorts. Kursziel erstmal hier unten. Das ist diese Zone und zwar die 4321 bis runter auf die 4317. Ne? Das ist ein mögliches Setback im Eurostoxx, wenn er da in diese Richtung geht, um dann oben nochmal anzugreifen und dann entsprechend dann oben dann die Levels rauszunehmen. 4347, 4354, 63, 62, 63 und dann die 4481. Ja, das sind Levels dann aus dem großen Bild. Der Eurostoxx, hier sieht es, wir sehen das auch ganz gut, also da stehen die Chancen wirklich ganz gut, dass er oben das rausnimmt. Wir sehen noch hier höhere Hochs hier, höhere Tiefs hier in der Stunde. Nochmal, diese Zone muss rausgenommen werden, um dann nach oben dann erstmal das Hoch hier von, müsste letzte Woche gewesen sein, die 4347 rauszunehmen und dann oben danach anzugreifen. Fällt er hier drunter und hier sehen wir auch wirklich die minimalste Korrektur hier aus dem Fibo von dem letzten Bewegungsfraktal. Fällt er unter die 4317, dann hat der Eurostoxx auf der Unterseite erstmal Platz. Und zwar nimmt er das hier raus, dann hat er erstmal Platz hier an dieses Niveau. Also das ist die 4302 mit diesem Peak hier 4303. Also das ist dann das Potenzial, was er dann auf der Downside hat. Ne? Also von, sieht eigentlich ganz gut aus oben, aber er muss jetzt erstmal diese erste Hürde rausnehmen, was er bisher nicht geschafft hat. So, jetzt kommen wir zum Bund Future. Und da ist natürlich jetzt aufgrund der ganzen Zinsthematiken viel passiert. Hier lohnt natürlich auch erstmal ein Blick hier auf den, auf das große Chartbild im Daily. Und hier ist Folgendes zu sehen, dass wir schon ewig in der Range konsolidieren, ne, in seiner Konsolidierungsrange grob erstmal die 140 oben, die 132, 69 unten. Was wir gesehen haben, Februar, März hier ein False Break unter diesem 132, 69er Niveau, das ist ein False Break, von daher ist das hier erstmal untere Range für uns, dieses jüngste Setback Niveau 133, 09 mit der 132, 69. Wichtig ist, und da hat jetzt die FED-Zinserhöhung und auch die der EZB, aber auch generell das Wording, wir haben einen Ausbruch gehabt hier über diese Marke, die 135, 74. Ne? Und da, das war eine wichtige Marke auf der Upside, dann haben wir die hier nochmal Trend bestätigt, aber das Ganze leider hier im False Break, Sie sehen, wir haben gestern wieder unten drunter geschlossen und das ist ein Signal dafür, dass zunächst mal dieser kurzfristige Aufwärtstrend, also diese Mini, dieses kleine Blümchen hier abgewürgt worden ist, also solange wir hier oben unten drunter bleiben, unter der 135, 74, mögliches weiteres Setback-Potenzial. Eine leise Hoffnung gibt es ja nochmal für die Bullen, und zwar dieser Abwärtstrend, den wir hier haben, dieses sogenannte Trend-Pullback, das heute verläuft hier im Bereich 134, 65, dass das nochmal das Ganze aufhängt. Ne? Vielleicht hier sogar mit dieser schwarzen horizontalen 134, 43, dass der Markt dort nochmal hinläuft und dann von hier oben nochmal angreift. Auch wenn wir hier das Rebreak schaffen, wieder über die 135, 74, geht das Ganze für mich erstmal über in eine Konsolidierungszone. Also da ist dieser Aufwärtsimpuls, der Aufwärtstrend, den wir hatten, mit dem jüngsten Bruch oben drüber erstmal passé. Also dann, wenn wir hier nochmal drüber gehen, dann für mich erstmal wieder Range. Ja, also leider hier für die Bullen das Ganze erstmal versandet durch das Rebreak und den Schlusskurs gestern auf Tages-Close-Basis unterhalb der 135,74. In der Stunde sieht das Ganze wie folgt aus. Sorry, das ist noch nicht die Stunde, das ist immer noch der. So, jetzt ist das die Stunde. So, hier nochmal klar zu sehen, was ich eben gesagt habe. Also diese wichtigste Marke, die 135,74, also dieses Niveau, da haben wir gestern in der Stunde auch drunter geschlossen. Sie sehen diesen Schlusskurs hier, der war knapp unter der Marke, unter der Unterstützungszone, die hier in grün war, also 74 Oberseite, 62 Unterseite. Dieses Niveau, wir haben hier in dieser Stunde bei 60 geschlossen und dann wird, und das ist vorgehensweise bei uns, diese Unterstützung wird dann zum Widerstand. Und da wechseln wir auch die Farbe hier der Zone. Sie sehen das. Mit dem Schlusskurs drunter haben wir nur noch im Widerstand gehandelt
Also aus dem Short heraus und jetzt in der aktuellen Stunde auch. Also hier dieses Einstechen in diese jetzt Widerstandszone 135, 62, 135, 74 ist Widerstand. Unten eine erste Marke, die 135, 32 und dann das gestrige Tagestief. Also das sind dann mögliche Kursziele, solange das hier oben hält. Ne? Ein Rebreak, wie gesagt, über diesen Bereich hat dann zumindest mal Potenzial hier an das gestrige Hoch hier, die 136, 21. Aber solange dieser Widerstand jetzt hält, fokussieren wir auf Short Setups. Das Bild im Bund, wie gesagt, da ist einiges kaputt gegangen letzte Woche und dann schauen wir nochmal, weil ich sehe, die Zeit drängt in Richtung Cash Open. Wir schauen hier mal auf den S&P, den betrachten wir erstmal hier, weil da im Daily nach wie vor Konsolidierung ist. Also da sind die Hochs oben 4205, 4208. Das sind die aktuellen Hochs im S&P. Hier ist eine erste Widerstandszone und die sehen wir, die haben gestern, hat gestern auch gehalten oben. Diese Zone hier, 71, 3 Viertel, 63 in Viertel auf der Unterseite, das ist der Widerstandsbereich. Auch hier wieder, solange das hält, natürlich Fokus eher auf Short-Setups. Und wir haben hier ein breites Unterstützungsband im Bereich 4133 bis runter auf die 4127. Also eine ganz enge Zone hier im S&P, in der er konsolidiert und da auch im Bruch oben drüber. Ziele erstmal hier im Bereich 4190, dann oben 4198 und dann die Hochs 4205, 4208,5. Bricht die Unterstützung, dann ist auf der Unterseite erstmal die 4118 Kursziel im S&P. Wichtiger ist dann, das reicht aber leider jetzt die Zeit nicht, das kann natürlich hier, weil das ist hier Konsolidierung, da sieht das Chartbild an der Nasdaq besser aus, von daher kann da der Impuls von der Nasdaq kommen, dass da oben der Ausbruch gelingt und auch der S&P dann oben nochmal angreift. Also bisher sehen wir die Aktienmärkte und damit lasse ich es auch gleich sein, weil die Kasse gleich eröffnet. Aktienmärkte leicht unter Druck, Eurostox wie gesagt im bestätigten Short-Setup hier in der Stunde. Deswegen Kursziel erstmal 4321, 4317. Und ja, was die Chartbesprechung angeht, war es das jetzt erstmal im Schnelldurchlauf. Falls Sie Fragen haben, bitte gerne hier den Webinar-Chat dazu nutzen. Ja. Und dann machen wir nämlich gleich hier mit der Kasse eröffnen weiter. Und auch alles, was jetzt bis um 9:30, solange wir auf Sendung sind, wichtig ist ja an News, an Kommentaren oder so, die bringt der Kollege Alex und ich bespreche solange die Charts. Na, also wir kommentieren nicht permanent, wir kommentieren all das, was wichtig ist zu kommentieren, dann, wenn es eventuell dann auch die Kurse beeinflusst. Also dann. Viel Erfolg für den heutigen Tag. Wie gesagt, jetzt geht es gleich los hier mit der Kasse. Also, wir haben Cash Open.
Ja, wir sehen, was wir sehen hier, zumindest mal im S&P hier, im S&P meine ich, im Eurostoxx hier ein bisschen Druck. Der DAX hat auf der Unterseite hier orientieren uns hier ein kleines Verlauf wie hier von gestern Abend um die 16.008, einfach mal der Orientierung halber. Das ist jetzt M3-Chart. Wir brechen es runter, wie gesagt, Stunde, also Daily, dann Stunde und dann favorisieren wir die 3-Minuten-Charts für das kürzere Chartbild, ja. So, weil genau der Kollege sagt hier, die Fragen, die sehe ich hier nicht. Deswegen, wo die, genau, Wichtigkeit, also Farben, Rot, Widerstände, wie sich dann die Zonen zusammenstellen, das ist hier gut, jahrelange Markterfahrung auf unserer Seite, ja, würde ich sagen, kein Hokuspokus, das sind Tagesextreme, Stundenextreme, Volumina, vielleicht Fibos, irgendwelche, ja, das sind. Grob stellt sich das so dar, weil das auch das ist, worauf die, und da, das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass darauf auch die Institutionellen schauen, auf die größeren Levels. Ne? Die gehen sogar noch weiter auf Wochen- und Monatsgeschichten. Ja? Bei uns ist maximal, schauen wir hier auf den Daily Chart und dann brechen wir das runter auf die Stunde So, wir haben hier. und in die Minute. Nelson und ich habe hier ein bisschen das Problem, dass ich das Fragenwindow nicht groß machen kann. Also wenn da irgendwas ist und ich nicht darauf antworte, gerne durchkommen, ja. Ja, mache ich. Aktuell ist aber alles beantwortet. Sehen eigentlich ein relativ ruhiges Cash Open. Mal hier zur Orientierung, wo wir sind. Wir haben hier im DAX das Tief von gestern, genau, das kann man hier auch eine kleine Unterstützungszone daraus machen. Also diese Zone hier im DAX, also das gestrige Tagestief 16.008 bis zu 9.98 ist hier mögliches erstes Kursziel und auch Support. So, die haben wir jetzt mal auch hier in M3 eingezeichnet. Und oben die 16.057, das ist das aktuelle Hoch, genau, das aktuelle Tageshoch, ja. Wir sehen hier ein bisschen Schwäche im Eurostoxx, das ist ganz gut zu sehen. Der DAX hat oben versucht, nochmal deswegen hier diese Relation DAX-Eurostoxx, DAX hat hier oben versucht, ein bisschen anzureißen, aber Sie sehen, der Druck kommt hier vom Eurostoxx. Der macht neue Tiefs und der ist jetzt hier auch an diesem möglichen Unterstützungsband dran. Und da sind wir jetzt auch dran. Wir sehen das hier im M3. Jetzt, wenn es dann heißt, das ist nicht nur Unterstützung für uns, sondern zunächst mal ist es Zielzone. Ne? Wieso Zielzone? Weil der Eurostoxx hier oben am bestätigten Short-Setup ist. Also der ist im Short-Trend, weil er hier diesen Widerstand, und davon gehen wir aus, Zonen, Unterstützungszonen oder Widerstände sind erstmal,
halten so lange bis zum Beweis des Gegenteils. Auf Stundenbasis haben wir das vorhin ganz deutlich gesehen, das sehen wir hier oben. Wir haben keinen Schlusskurs über dieser Zone, die ist die Oberkante, ist die 4340, da hat er drüber geschaut, nicht drüber geschlossen. Von daher bestätigt das Short-Setup in Eurostoxx und da ist jetzt hier erstmal im Ziel- und Unterstützungsbereich. Also Shorts von hier oben, wer heute Short gegangen ist, der hat hier unten zumindest mal die ersten Möglichkeiten, hier Teilpositionen, wenn er sich hier mit mehreren Einheiten positioniert, auch zu schließen. Das ist hier Vorgehensweise. So, jetzt sind wir hier, gestriges Tagestief war in dieser Zone bei 4318, da ist er fast dran, das ist hier dieser Bereich oder diese Marke, das war das gestrige Tief hier im Stocks. So, jetzt haben wir auch den DAX Future hier an diesen möglichen Unterstützungsbereich. Ne, diese Zone 16.008 ist es nicht 7, 15, 9,98 habe ich ausführlichst behandelt hier im Daily und auch in der Stunde. Wichtig, ja, wenn er das halten kann, der DAX, dann kann er oben dann nochmal angreifen. Fällt er da drunter, dann geht ein bisschen was kaputt, auch im DAX, mit entsprechendem Abwärtspotenzial. Und zwar wäre dann die erste Kursmarke im Bereich 934, 920. Ein erstes Ziel, Zielzone. So, das nochmal zum Verständnis. Daily für den Überblick, Stunde schauen wir uns natürlich permanent auch hier jede Stunde an und gucken mindestens mal jede Stunde. Sind wir nach wie vor hier on track? Sind wir immer noch im bestätigten Short-Setup, wie hier oben im Eurostoxx und. Also jetzt testet DAX und Eurostoxx, DAX diese Unterstützungszone und Eurostoxx diese. Das kleinste, wie gesagt, Timeframe, worauf wir schauen, ist M3, wie eben in dieser Darstellung. Hier kannst du natürlich ja auch zu... Die Fehlerhäufigkeit, sprich von False Breaks, ist natürlich, je mehr man das runterbricht, M3, M1 und so, umso größer. Ne? Nichtsdestotrotz bekommen wir auch immer mal wieder die Bestätigung dann in der Stunde, ohne, vielleicht kann man auch warten auf die Bestätigung in der Stunde, um dann seine Position eingehen, wenn M3 einem zu fehlerlastig ist. So, und was hier auch zu sehen ist, die habe ich ein bisschen vernachlässigt, und zwar der Widerstandsbereich im Bund. Ne, auch hier zeige ich nochmal, ich habe es, das war bis gestern hier wichtiger Unterstützungsbereich, die 135,74 war die wichtige Marke, die haben wir gestern hier mit diesem Stunden-Close unten drunter bei der 60 gebrochen und damit ist der Unterstützungsbereich jetzt Widerstand und Sie sehen, dass der jetzt hält, auch in der aktuellen Stunde hält. Also wir sind jetzt auch im Bund Future im bestätigten Short Setup und das schauen wir jetzt nochmal auch in Minute an. Jetzt sehen wir den DAX, klopft unten an, 9,98, 9,97 ist da dran. Bund Future im bestätigten Short Setup. Sie sehen das. Ja, ganz kurz, ich muss hier mal unterbrechen, also von Kasak, Mitglied von der EZB, hören noch Spekulationen auf eine Zinssenkung schon im Frühjahr 2024 seien deutlich verfrüht. Also das sorgt jetzt hier vielleicht für ein bisschen Aufregung. Kasak von der EZB. Ich denke, die Märkte sind hier ein bisschen zu optimistisch, was schon wieder Zinssenkungen angeht im nächsten Frühjahr. Jetzt haben wir die Aktualität, wie gesagt, die EZB-Funktionäre, die dürfen jetzt nach dem Zinsentscheid letzten Donnerstag, dürfen die auch wieder aktiv werden. Vorher gibt es ja hier so eine Stillhalteperiode vor der EZB-Sitzung, da darf sich keiner melden und jetzt kommt natürlich hier jeder um die Ecke geschossen und gibt dann irgendwie seinen Senf dazu. Also all diejenigen, die stimmberechtigt sind, die werden natürlich dann entsprechend gewichtet. Also im Bund, ich habe es eben in der Stunde gesagt, der Bund ist mit dem Bruch der 74 im Short-Setup. Und das bestätigt, hat er gestern bestätigt. Also es waren hier alles Short-Szenarien mit entsprechendem Kursziel, was er auch gestern unten gemacht hat. Erstes Kurstage, das zeige ich gleich nochmal. Das war gestern nämlich hier unten die 135,32. Also diejenigen, die hier nach dem Close unterhalb dieser Unterstützungszone und dem Bruch den Widerstand hier gehandelt haben, hier in diesen Zonen, haben hier ein erstes Kursziel gehabt an der 135,32.
ne, 33, 32 markante Marken gewesen, die wir eingezeichnet haben. Das waren Kursziele. So, und wir sehen auch heute, da hat er hier dran eröffnet, 33, 32, das sind die, ist das aktuelle Tagestief. Und auch hier gut zu sehen, der Bund ist im Short-Setup, hat hier oben reingestochen. Ja, da sind Short-Möglichkeiten. Wer die wahrgenommen hat, hat hier zumindest aus M3 ein erstes Kursziel erreichen können. Das ist hier die 135,42 und dann, wie gesagt, unten 32, 33. Das ist hier die Möglichkeit hier gewesen, in den Short, in Bundfuture reinzukommen. Ne? Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, die Zone, die geht hoch bis zur 74, richtig, 62, 74, das ist eine breite Zone. Aber wenn Sie sehen, dass wenn Sie jetzt hier an der Unterkante der Zone hier, ne, jetzt darf ich hier nicht vernachlässigen, Sie sehen, der DAX verteidigt oben und auch der Eurostoxx verteidigt. Ne? Die verteidigen die Unterstützungszone. Ja, und solange das der Fall ist, in M3, 3-Minuten-Chart, ist das ein Long-Szenario oder ein Reversal, wenn Sie im Eurostoxx oben short waren und hier unten jetzt in den Long drehen. Ja? Wenn Sie Verständnisfragen haben, bitte stellen. Und Sie können, wie gesagt, darüber hinaus, wir haben sowieso noch mal eine Sitzung geplant. Ich hoffe, es werden mehr als nur eine in der Zukunft, die noch geplant ist, hier zusammen mit FX Flat. Weil das natürlich komplex ist, aber nochmals, Märkte sind komplex. Man muss diese Intermarket-Betrachtung DAX, Eurostoxx, S&P und auch Bund mit den entsprechenden US-Futures, aber auch den kürzer laufenden Futures, muss man so im Blick haben, weil das von den Institutionellen auch so gesehen wird, ja. Also wir kommen alle, wie gesagt, fast ausschließlich aus der institutionellen Richtung. Hier mein Kollege Alex Meyer, der war 10 Jahre bei der Deutschen Bank, dann bei der UBS. Der andere Kollege war insgesamt 20 Jahre bei der Deutschen. Also wir haben da, denke ich, gut, sind mehr als überzeugt davon, dass das die richtige Herangehensweise ist, ne? Die Märkte wirklich global zu betrachten. Ich beende noch mal ganz kurz den Blick auf den Bund. Also wie gesagt, Bund hier im Short-Setup und hat hier ein erstes Kursziel erreicht bei der 135,43, gestriges Tief oder unten nochmal eine Zone, dann 32,33. Gestriges Tief war bei 21 gewesen. Also das die Situation im Bund. So, und der DAX hat schön verteidigt. Sorry, ich springe hier hin und her. Ich weiß, ich hoffe, dass da viel interessant ist für Sie. Auch was so die Produkte angeht, DAX ist ja eigentlich so das Liebling hier, gerade in Deutschland natürlich. Und der ist hier jetzt im bestätigten Long-Setup. Ne? Also hier im Bereich 15.098, unsere Unterstützungszone. Da, wenn Sie da in den Long reingekommen sind, dann haben Sie hier bisher schon ein Chance-Risiko-Verhältnis von ja, 1,5 bis 2 zu 1 gehabt, ja. Ein augenscheinliches erstes Kursziel wäre hier jetzt im DAX das aktuelle Kassehoch. Und zwar, das müsste hier oben genau die 36 sein. Ne? Der Eurostoxx, der braucht noch ein bisschen, das Kassehoch ist hier um die 32. Also ich weiß, das ist eine Flut an Informationen, weil das hier für viele neu ist, ja, aber nochmals, Märkte müssen so betrachtet werden von der Analyse her, was so die Vorgehensweise bei Trade-Einstiegen angeht. Da hat jeder natürlich seine Entry-Trigger, worauf da immer geschaut wird, ja, ob jetzt hier einfach nur auf M3-Charts geschaut wird oder hier Footprint oder Market und Volume Profile oder so, das ist jedem selber überlassen, was hier wir als transparent und auch kommunizierbar erachten, ist einfach nur, dass wir Stunde und 3-Minuten-Chart auf Closing-Basis betrachten, um dann zu sagen, bestätigt Bruch oder nicht, ne, haben wir drunter drüber geschlossen oder nicht. So, dann gucke ich nochmal hier, ob Fragen sind. Alle hören gespannt zu, keine Fragen. Keine Fragen. Aber ich blende es gerne nochmal ein, wenn das okay ist, Nelson. Wer uns, wenn das hier einmal die Woche oder alle 2 Wochen aktuell, ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal ein bisschen, wenn das Interesse dann da ist von beiden Seiten, auch
in der Taktung dann weiter stattfinden. Bei uns auf der Website, also auf www.traderstalk.de. Wenn Sie runterscrollen, ups, so, jetzt ist wieder da. Wenn Sie runterscrollen hier und dann das Trial kostenfrei beginnen, dann können Sie uns mit dem, was wir jetzt machen, wie gesagt, das findet jeden Tag von 8 Uhr, auch auf GoToWebinar-Basis, unser tägliches Webinar von 8 Uhr bis 17 Uhr statt, hier eintragen, kostenfrei und unverbindlich 14 Tage testen und danach läuft das Ganze wieder aus. So, da ist auch eine Frage reingekommen. Ja. Siehst du die Fragen immer noch nicht oder soll ich die kurz vorlesen? Ich kann ja auch gerne vorlesen, wenn du da nicht dran kommst. Ist auch kein Problem. Ja. Wie kommst du in die Zonen rein? Oft berührt er die Zone und springt weg. Da kann man nur die Zonen handeln. Wie komme ich in die Zone? Also wie definierst du die unterschiedlichen Zonen, horizontale Farbe genau? Widerstände und Unterstützung, also Widerstand in Rot, Unterstützung in Grün und danach haben wir in der Regel rote Horizontalen sind Tagesextreme. Genau, das ist so grob die Unterscheidung, wie sich die Levels ergeben, da gerne, wenn Sie bei uns mal reinschauen, kann ich gerne darauf eingehen, weil das komplexer ist. Zu der Frage, wie komme ich in die Zonen rein? Da hat jeder sein eigenes Vorgehen. Also ich bin jemand, ich gehe in der Regel mit drei oder irgendwann mit drei multiplizierbaren Einheiten rein. Wir haben dann alle nur Futures hier bei uns. Jetzt im DAX zum Beispiel auch etwas durch drei splitbar, durch drei teilbar. Ich, für mich, meine Herangehensweise ist so, dass für mich wichtig ist, wenn eine Zone angelaufen ist, ob es jetzt hier eine Unterstützungszone im DAX wieder unten die 16.008 bis runter auf die 15.998 angelaufen ist, ist für mich maßgeblich, dass ich unbedingt dabei sein möchte. Das heißt, ich stelle mich in der Regel schon an der Oberkante der Zone rein, weil es gibt nichts Schlimmeres, irgendwo zu warten und nicht abgeholt zu werden. Es kann ja sein, dass er nur oben die Oberkante andatscht, ja die obere Range-Begrenzung der Unterstützungszone, bei der 16.008 und dann wieder oben rausgeht. Also möchte ich zumindest mal mit Teileinheiten dabei sein, weil es gibt nichts Schlimmeres, dass man irgendwo wartet, abgeholt zu werden. Das ist wie im Leben auch, ja, und man wird nicht abgeholt, ne? Und das ist wichtig für den Kopf, dass man da zumindest mal in seine Position reinkommt, auch wenn es nur mit einem Teil ist. Wie dann das Money- und Risikomanagement mit Teileinheiten gemacht wird, auch das ist für hier zu komplex. Da können wir gerne mal vielleicht ein gemeinsames Webinar machen, wie da unsere Vorgehensweise ist. Dann nehme ich auch meine Kollegen mit rein, die auch im Handel sind. Da kann jeder mal ein bisschen darauf eingehen, wie er das so handhabt. Ne? Also wichtig ist, hier unten in der Unterstützung für mich dabei zu sein. Deswegen splitte ich meine Orders, stehe da in der Regel auch schon per Default drin. Ne? Also ich warte oftmals nicht, weil der DAX, was er gerne macht, irgendwo mal schnell reinstechen in irgendeinen Bereich, in irgendeine Zone und dann ist er schon wieder weg. Und wenn man da nicht drin gestanden hat, dann geht man leer aus. Ja, natürlich immer mit der Gefahr, dass das Ganze durchrauscht und dass man dann auch in den Stop reinläuft. Ja, aber die Erfahrung hat gezeigt, für mich auf jeden Fall, dass ich somit am besten fahre, dass ich in Unterstützungszonen oder an Widerstandszonen per Default erstmal drinstehe. So bunt an der 135,74 jetzt, wie gesagt, das ist die wichtige Marke. Ich würde es auch gerne jetzt hier in 3 Minuten zeigen, aber wie gesagt, habe jetzt gerade keinen Zugriff hier auf dieses Chartbild. Müsste ich wahrscheinlich einmal hier wieder schließen und wieder hochfahren. Aber ich denke, dass das, was ich hier als Message rüberbringen möchte, auch jetzt erstmal rüberkommt. Der DAX oben erstmal an diesem Kursziel, an der 16.036 abgeprallt, ne, an dem zwischenzeitlichen Kassehoch. Wie gesagt, der ist unten im bestätigten Long-Setup und auch der Eurostoxx, wobei der Eurostoxx nach oben erstmal zu wenig gemacht hat. Vom Chance-Risiko-Verhältnis her passt das bisher nicht so, dass man unten im bestätigten Long-Setup ist, wobei oben der Eurostoxx, wie gesagt, aus dem Short in der Stunde kommt. Von daher ist hier unten erstmal viel Zone gewesen, 4321 und wer da eventuell Position gedreht hat oder in den Long reingekommen ist, da sollte eigentlich nach oben noch ein bisschen was machen. 4,332 wäre da die erste Zone. Neustart hilft manchmal, genau, aber dazu reicht jetzt die Zeit nicht. Danke dir, Gregoria. Gibt es sonst noch Fragen?
Ich weiß, es ist jetzt viel Info und ich habe den Kollegen, ich habe auch fast nur geredet, der Kollege, der ist irgendwie, der Alex, zu kurz gekommen, der schaut mich auch schon grimmig an, ja. Aber es gibt jetzt hier nochmal Nachrichten und all das, was hier wichtig ist, was von uns gefiltert wird. Auch da, nur wenn was Wichtiges zu berichten ist, geben wir das weiter, was eventuell Kurs- oder marktbeeinflussenden Charakter haben kann. Der S&P ist auch ein bisschen zu kurz gekommen jetzt, aber da tut sich nicht viel. Wir haben auf der Unterseite die 42,5 als erstes Level. Das sieht man ganz gut, dieses rote Horizontalniveau, wo wir auch bisher nur getestet haben. Kein Schlusskurs drunter. Nochmal die Wichtigkeit von den Levels her oder von der, wie wir an die Herangehensweise ist. Zunächst mal immer das Bild aus dem Tagesstart. Danach die untergeordnete Zeit ist die Stunde. Und die sind natürlich am gewichtigsten, ne? Und runterbrechen tun wir es auf 3 Minuten und wonach dann die Entries erfolgen. Also ich schaue auch auf Minutencharts, ich schaue natürlich auch hier auf Footprints und gucke, was da passiert in der Candle. Aber da hat jeder eine eigene Vorgehensweise. Also wer sich da mit beschäftigen möchte, wie wir das jeder für sich mal angeht, da ist der Kollege Sergej Wolf hier mit seinem täglichen Webinar, wer da mal reinschnuppern möchte, gerne. Auch da finden Sie Infos bei uns auf der Webseite, um da zu gucken, weil da wird auch jeden Tag analysiert hier anhand genau dieser Märkte, was da für Trade-Gelegenheiten waren, wie man reinkommt in den, in die Position und, und. Also auch dafür gibt es von unserer Seite ein entsprechendes Angebot. Wie gesagt, der Kollege Sergej Wolf macht es und Infos findet ihr da auf traderstalk.de. Auch da gerne, wenn Sie uns ansprechen, gerne die Möglichkeit, hier kostenlos und unverbindlich reinzuschnuppern. Auch da ein tägliches Webinar. Und der Vollständigkeit halber, wir haben das Ganze auch noch am Nachmittag mit einem Kollegen, der den US-Markt macht, auf Englisch. Der Kollege, der sitzt in Griechenland, spricht kein Deutsch. Der befasst sich mit S&P und Nasdaq, also US-Märkte im Future und gibt da auch, ich will nicht sagen Handelsempfehlungen, sondern gibt da Calls, sagt, okay, hier ist ein Bereich, wo man Short gehen kann und gibt auch entsprechende Exits. Eigentlich geht es schon in diese Richtung, so Signalservice, ja, wer sich da für interessiert, auch da schreiben Sie uns gerne an, entweder an service@traderstalk.de oder stellen die Frage hier, genau, wir lesen es sicherlich dann noch und können auch entsprechend darauf eingehen. So, gerne ein Zusatzwebinar zu den Split-Einstiegen und Risk-Management. Können wir gerne mal besprechen hier mit dem Host, also mit den Leuten von FX Flat. Ansonsten sehen wir, der Bund bleibt hier hartnäckig an der 74. Im Eurostox und dem DAX passiert aktuell nicht viel. Die konsolidieren, also der DAX konsolidiert hier um das Kassehoch. Von daher ist es vielleicht nicht allzu schlimm, dass ich hier hätte schlimmer sein können, dass ich hier aufgrund der Nicht-Zugreifen können auf meine Charts jetzt hier, hätte auch viel mehr passieren können. Ich glaube, die Message ist rübergekommen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, während der Bund jetzt hier oben drüber schaut. Wir sehen hier 135,75. Ja, also wenn dann keine weiteren Fragen sind, weiß ich nicht. Ich glaube, eine Frage ist noch übrig geblieben, und zwar, wenn du die Zonen handelst, wo kommt dein Stop-Loss hin? Ja, mit dem A, wahrscheinlich sofort unter die Zone. Zunächst mal, also für mich wichtig, oftmals habe ich auch die Möglichkeit zu schauen, okay, weil eine Zone gilt erst dann als gebrochen. Ich breche es auf die M3, vielleicht sogar M1. Da schaue ich auf diese Charts, ja, ob da Schlusskurs unten drunter ist, aber da ist es auch wirklich von Fall zu Fall anders. Dann gucke ich mir Volumina an und kommt da Dynamik mit rein, um da entsprechend zu reagieren. Im DAX gehe ich eigentlich so von einem Chance-Risiko-Verhältnis, so einem gesundes Chance-Risiko von 1,5:1 bis 2:1, gerade was so Levels sind hier, die ich aus dem untergeordneten Chartbild eher favorisiere. Wichtige Levels, das heißt Levels, die aus dem Daily kommen oder so, ja, das sind auch in der Regel diejenigen, die das beste Chance-Risiko-Verhältnis darstellen. Also die 15.800 letzte Woche im DAX mit dem Fallback, ich kann es jetzt leider nicht zeigen. Wir haben unten drunter geschlossen, auch in der Stunde, und haben dann das Rebreak gemacht über die 15.800. Unsere Unterstützungszone war von 15.826 bis zur 15.800. Da hat der Eurostox als erstes den Rebreak gemacht und dann der DAX.
Und das sind eigentlich so die Situationen, die das größte Potenzial und auch die höchste Trefferquote haben. Also Force Breaks an wichtigen Levels, wie letzte Woche im DAX an der 15.800, dann ist auf der Oberseite dann kam Dynamik an. Wir sind nicht mehr ganz hoch auf die 15.900 hingelaufen, wo eigentlich die komplette V-Formation vollständig gewesen wäre. Der Eurostoxx hat das als V gemacht, der DAX nicht. Der hat irgendwo, glaube ich, bei 70 oder 80 dann ist ihm die Luft ausgegangen. Aber das war dann vom Chance-Risiko-Verhältnis und auch von der Trefferquote her sind das die besten Signale. Also wie gesagt, Force Breaks an wichtigen Niveaus und idealerweise auch in Trendrichtung. Im DAX, wir sind in einem kurzfristig und mittelfristig im Long-Trend, also haben wir die Unterstützung bei 15.800, also in Trendrichtung gefalsbreakt. Deswegen ist dann nach oben hin auch so ein Setup eigentlich das Ideale. Ne? Also wir haben einen Long-Trend, der hat eine Unterstützung gefalsbreakt, dann macht er das Rebreak über die Unterstützung. Das ist eigentlich so von der Trefferquote her sind das, aber das können Sie wahrscheinlich auch von sich aus bestätigen, dass diese Trades, False Breaks gegen den Trend oder in Trendrichtung. Wir haben im Long Trend, wir haben die Unterstützung gefalsbreakt im DAX unter die 15.800 geguckt, dann wieder drüber, dass das eigentlich so das größte, die größte Trefferquote und auch das meiste Potenzial haben. So, dann ja, der Short oben im Eurostoxx um die 40, Moment, in der Overnight Session auch bei geringem Umsatz. Ohne Bestätigung, ganz ehrlich, also wir handeln, ich handle die Märkte, Kollegen auch, frühestens ab 8 Uhr. Vorher ist das, ja, throw the coin. Natürlich schauen wir uns die Asia-Session an, ganz klar, von Handelsbeginn bis um 8 Uhr schauen wir uns an, aber von uns aus handelt keiner vorher, weil, wie gesagt, geringes Umsatzvolumen, von daher ist da die Fehlerquote auch höher. Ich hoffe, das ist okay so, die Beantwortung da an den Marco. Wenn Sie wohin wollen, schmeißen Sie dich vorher ab? Ja, mit dem Forzberg. Ja, natürlich, ja klar. Wenn man so einen Forzberg an wichtigen Levels, da kommen insgesamt natürlich die meisten Marktteilnehmer da an diesem Level ran. Die 15.800 im DAX nochmal wichtige Unterstützung. Da haben natürlich Leute, Marktteilnehmer versucht, den Markt da zu halten. Als er gebrochen war, mussten die sich zumindest mal ausstoppen. Dann kamen die Shorts rein in den Markt. Und dann bei dem Rebreak dann das Ganze nochmal retour, sprich unheimlich viele Marktteilnehmer haben da was zu tun und daher ist auch natürlich die Wegstrecke, die dann auch dann als Chance dann zu sehen ist, ja, natürlich entsprechend groß. Danke, reicht aus, da absolut nachvollziehbar. Super, freut mich, dass es hier trotz der Tatsache, dass ich hier die Charts jetzt hier nicht bewegen kann, ja, und ich bin da super dankbar, dass da jetzt ehrlich gesagt auch nicht allzu viel passiert. Weil dann wäre ich wirklich hier mit den Erklärungen ein bisschen in Notlage geraten, weil ich da jetzt nichts zeigen kann. DAX bleibt oben an diesem Target hängen, kommt jetzt wieder ein Ticken zurück, ja, jetzt um S&P, ja, ein bisschen Downside, Eurostock, der Bund bleibt an der 74, aber der bleibt hartnäckig, von daher ist das auf jeden Fall interessant zu schauen. Ich habe jetzt hier keine Fragen mehr, Nelson, ich sage, ich habe irgendeine übersehen, ansonsten... Nein. Alles beantwortet. Super. Super, danke. Dann muss ich mich nochmal hier kurz entschuldigen hier dafür, dass ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Ich weiß nicht, was da jetzt hier schiefgelaufen ist, wird oder hinten dran noch Charts und Domes zu sehen sind. Genau, das ist der Atlas-Dom, wie gesagt, da läuft parallel auch hier bei uns Atlas. Wir handeln alle eigentlich hauptsächlich mit, gut, ohne eine Werbung machen zu wollen, also die Future-Handels-Plattform. Das ist, sage ich nicht. Atlas ist okay so, weil Atlas ja auch bei euch im Programm ist, richtig, Nelson. Und da genau. Macht auch der Michi Burgstaller, der macht auch da viel. Achso, noch eine Sache, und zwar, wer sich interessiert, wir haben hier einen, natürlich das Webinar im Webinar-Chat, aber wir haben auch einen Skype-Chat, wo wir uns hier hauptsächlich mit den Teilnehmern und Interessierten austauschen. Da ist auch so ein Michi Burgstaller immer mal wieder da. Da ist ein Heiko Behrendt immer mal wieder da. Das sind beides Namen, die Sie kennen. Ne, die sind eigentlich, also der Heiko Behrendt ist eigentlich täglich da bei uns im Chat. Das ist in Skype, ein offener Chat. Wer da Interesse hat, wir können gerne den Link hier mal reinstellen. Genau, das versuche ich jetzt mal.
Wir können den Link hier mal reinschauen oder ich schicke ihn dir nochmal, Nelson, und du kannst den Teilnehmern nochmal zukommen. Wer da in diesem Skype-Diskussionschat sich einklinken will, da wird jeden Tag sich ausgetauscht unter den Teilnehmern selber von Traders Talk, aber auch von uns. Da ist von uns fast jeder auch am Markt. Und wie gesagt, dann kommt ein bisschen was vom Atlas, von Michi Burgstaller oder vom Heiko Behrendt. Alles Namen, die Sie auch jetzt hier mit FX Flat natürlich schon lange zu schätzen wissen. So. Jetzt ist der Mund trocken. Der Bund versucht hier oben den Ausbruch. Ich weiß nicht, den M3 hat er wahrscheinlich schon geschafft. Und ich bin echt erstmal durch. Bedanke mich. Ich hoffe, das war nicht allzu chaotisch hier, weil da viel Informationen da sind. Klar, wie entstehen Zonen? Wie handeln wir Zonen? Da ist natürlich vieles offen geblieben an Fragen, aber vielleicht gibt es ja das eine oder andere Webinar demnächst, was ein bisschen spezieller ist. Es gibt hier auf jeden Fall nochmal dieses Webinar, nochmal, glaube ich, in 2 Wochen, nochmal hier Morning Meeting, aber wir können gerne nochmal, wenn da Interesse da ist, dann schreiben Sie dann hier an FXWett und an Nelson, dass wir da vielleicht mal ein spezielles Webinar machen. So, danke fürs Zuhören, das war's von meiner Seite aus. Super, vielen, vielen Dank. Also definitiv ist das Interesse da. Da sprechen wir nochmal drüber. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wie du richtigerweise gesagt hast, der nächste Termin ist der 23. Entsprechend auch hier um 8.30 Uhr. Der Link ist auch schon auf der Webseite. Da können Sie sich schon entsprechend registrieren und dann hoffentlich dann teilnehmen. Also vielen, vielen Dank, Wangehofer. War sehr viele Informationen, interessante Informationen. Und das mit der Technik, das macht überhaupt nichts. Wir haben alles Wesentliche gesehen. Von daher hat alles gepasst. Feedback hier im Chat ist super, kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche natürlich auch einen erfolgreichen Handelstag noch, eine erfolgreiche Handelswoche. Würde mich freuen, wenn Sie in 2 Wochen dann wieder dabei sind. Und bis dahin passen Sie auf Ihre Position auf. Und euch natürlich einen lieben Gruß nach Frankfurt und viel Erfolg ebenfalls an die Kollegen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich sehe gerade, der Kollege Alex Meyer hat hier auf diesem Post von dem Teilnehmer Marco, mal verrate ich nicht, hier auch den Skype-Link von uns, von unserem Chat. Wie gesagt, das ist ein freier Chat. Wer uns testen möchte hier mit dem Webinar oder auch unabhängig hier den Skype-Chat nutzen möchte, hier, wo der tägliche Austausch stattfindet mit all den Personen, die ich eben genannt habe, den Link, den hat der Alex hier reingestellt. Als Antwort hier an 2 Teilnehmer, also da können Sie sich den Link ziehen. Ansonsten nochmals danke hier für die Möglichkeit, uns hier ja, ein bisschen vorstellen zu können, Nelson. Danke an FX Flat und danke auch den Zuhörern und Zuhörerinnen. Freue mich dann, oder wir freuen uns, der Alex ist ein bisschen zu kurz gekommen, weil da einfach wenig jetzt hier auf der Nachrichtenseite ist. Da ist auch, meldet sich auch momentan keiner zu Wort von den EZB-Ländern oder auch sonst, die irgendwas Wichtiges zu sagen haben. Das war jetzt nicht das Wort zum Sonntag, aber hier wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag oder weiterhin und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.